können da drüben große Steine von kleinen Steinen trennen. Wir können hier Holz und Kohle von Kies trennen. Kann man irgendwann auch kleine Nadeln von großen Nadeln trennen? Oder wo kannst du denn da hingehen bei Siebtechnik noch? Im Prinzip ist das möglich. Alles, was sich sieben lässt, das können wir auch sieben. Ne? Wenn man mit der entsprechenden Anwendung kommt. Also nach der Anwendung hat mich jetzt noch keiner gefragt, aber theoretisch wäre das auch möglich. Das heißt, was ist die nächste Entwicklung bei Ihnen? Was steht an? Also wir haben häufig in der Aggregatindustrie Probleme, dass man gerne lange Körner aussieben möchte. Da muss man also spezielle Siebbeläge und spezielle Siebverfahren sich einfallen lassen. Das ist jetzt momentan so das, was so als nächstes bei der Siebtechnik ansteht. Und da muss man wirklich sämtliche Register ziehen, also eine Kombination einer solchen elliptischen Maschine, wie wir sie vorhin besprochen haben, mit speziellen Siebbelägen, um diese Anforderung zu erfüllen. Wäre ein Ausblick.